Wie die Indianer von Barbara Sobeck, gesprochen von David Lutz Miller. Wenn ich mich als Kind wunderte, wie viele Flaschen Bier mein Vater am Abend trinken konnte, dann erzählte er mir immer die Geschichte von den Indianern. Wenn die Männer eines Stammes am nächsten Morgen früh aufstehen mussten, dann haben sie abends sehr viel getrunken, damit sie morgens rechtzeitig aufwachten. So habe das im Wilden Westen funktioniert, und er würde sich heute noch an diese Methode halten. Das hat mir eingeleuchtet. Deshalb habe ich diese Methode übernommen. Abends trinken, morgens früh aufstehen. Hat immer hervorragend geklappt. Schwierig war es nur an den Wochenenden. Meine Frau freute sich immer auf einen gemütlichen Abend und aufs Ausschlafen am nächsten Morgen. Wie Frauen ebenso sind. Aber wie bitte sollte ich den Abend denn genießen? Wenn ich meine Ration Bier trank, dann war nichts mit Ausschlafen. Dann trieb es mich nämlich um 6 Uhr morgens aus dem Bett. Und wenn ich nichts trank, war der Abend für mich schwierig. Und nach einem schwierigen Abend möchte man morgens auch nicht lange im Bett verweilen. So gestaltete sich unsere Ehe zunehmend problematisch. Unsere Bedürfnisse waren einfach zu verschieden. Meine Frau machte zur Lösung unserer Probleme zwar noch einen Vorschlag zur Güte. Sie legte mir nahe, einfach einen Wecker zu kaufen. Dann könnte ich problemlos auf meine Flüssigkeitszufuhr verzichten. Aber ein Wecker kommt mir nicht ins Haus. Ein Wecker ist ein Armutszeugnis. Ein Wecker ist eine Kapitulation. Der Kauf eines Weckers ist das Eingeständnis der Unfähigkeit, auf seine innere Stimme zu hören. Die Leute verlernen zunehmend, auf sich zu hören. Sie machen sich vollkommen abhängig von irgendwelchen Geräten. Und deshalb bleibe ich dabei. Warum denn einen Wecker kaufen, wenn es ein paar Flaschen Bier auch tun? Meine Frau und ich, wir trennten uns dann im Guten. Man hat mir später allerdings zugetragen, dass sie sich schon bald nach unserer Trennung einen Wecker gekauft hat. Diesen Kauf empfand ich als Verrat an mir und an unserer Beziehung. Alleine war für mich alles viel einfacher. Ich benötigte zum Beispiel gar kein Bett mehr. Wozu auch? Haben die Indianer vielleicht in Betten geschlafen? Manchmal übernachtete ich auf der Couch. Manchmal zog ich auch den Teppich vor. Denn von einem Teppich kann man nicht herunterfallen. Kurze Zeit nach der Trennung von meiner Frau trennte sich auch mein Arbeitgeber von mir. Er selbst war Langschläfer. Oft kam er erst nach mir ins Geschäft. Vielleicht konnte er es nicht ertragen, dass sein Angestellter viel pünktlicher war als der Chef. Natürlich war ich, wenn er kam, oft bereits schon wieder müde. Deshalb schlief ich manchmal ein wenig in der Firma. Am liebsten in der Garderobe. Das ist ausgleichende Gerechtigkeit. Aber mein Chef ist mit unkonventionellen Methoden noch nie klargekommen. Deshalb stand ich dann auf der Straße. Wie komme ich eigentlich darauf? In letzter Zeit habe ich manchmal Schwierigkeiten, mir Sachen zu merken. Aber das liegt nur am Alter. Ich bin immerhin schon 37. Also, was ich euch mit auf den Weg geben wollte, war der Tipp. Hört gut zu, was die Alten euch zu sagen haben und haltet euch daran. Lasst euch nicht verführen von dem, was sich Moderne schimpft. Der Mensch braucht keinen Wecker. Bier genügt. In diesem Sinne, Prost.